Was geht ab, Leute? Philipp ist back mit einem neuen Video. Eine Woche nach Weihnachten stehe ich wieder vor der Kamera. Ich hoffe natürlich, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest mit eurer Familie oder Freunden. Und vielleicht habt ihr auch ein paar schöne Geschenke bekommen, genauso wie ich. Ich habe nämlich auch ein paar nice Fashion-Sachen bekommen. Und ja, deswegen dachte ich, die stelle ich euch jetzt einfach mal in diesem Christmas-Haul vor. Und ja, bevor wir starten, wollte ich euch noch für den Support in diesem Jahr danken und ja, euch einen guten Rutsch wünschen, weil heute ist ja Silvester, wenn dieses Video rauskommt. Also feiert gut rein und ja, viel Glück für 2017 und ja, dass eure Ziele und Wünsche natürlich dann auch Erfüllung gehen im neuen Jahr. Fangen wir direkt mit dem ersten Piece an. Das ist die Supreme X The North Face Leaves Mountain Light Jacke, also nicht die Napsi, weil ich habe ja schon eine schwarze Napsi, deswegen habe ich jetzt die Mountain Light genommen. Und ich habe auch die Leaves, weil, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, in meinem Napsi Booty Leaves On-Feed Video, dass ich die habe. Und ja, das passt halt richtig nice, so finde ich, ist ein ganz witziger Fit. Ich führe euch Bilder ein, ich finde die Jacke ist ja ganz nice. Hier halt mit dem Patch. Ja, die hat auch einen nice Fit, der Kragen ist relativ hoch, das heißt, ja, ist eigentlich ganz angenehm. Die Kapuze ist, kann man auch alles gut verstellen. Also wenn es windig ist oder kalt, kann man es auch machen. Enger machen, dass der Winter nicht durchfegt. Ja, ist jetzt nicht die dickste Jacke, aber mit dem Hoodie geht es bei diesen Temperaturen. Und wenn es mal kälter wird, habe ich noch eine Downjacke, die ich dann einfach drunter ziehe. Und dann geht es schon ab mit den Napsi-Boodies. Ja, wie gesagt, ich feiere die Jacke. Viele feiern sie nicht, aber Hauptsache mir gefällt es. Und deswegen, ja, habe ich mir die geholt. Beziehungsweise holen lassen. Da machen wir direkt weiter mit The North Face, und zwar habe ich mir diesen Neck Gaiter gewünscht. Ja, einfach weil, wenn es stark windig ist und ich meine Downjacke, also meine Napsi anhab von The North Face, das ist irgendwie immer ein bisschen kalt am Hals und Gesicht, und gerade im Gesicht friert man am meisten, finde ich, im Winter, wenn es kalt ist und der Wind da reinfegt, und deswegen ist es ganz gut. Dann macht man sich das hier vor und dann, ja, ist es eigentlich warm. Und ja, deswegen habe ich mir den geholt. Von The North Face gibt es auch von tausend anderen Sachen, aber weil ich jetzt halt die ganzen Jacken von The North Face auch habe, dachte ich, ja, passt das ganz gut. Das nächste Teil ist ein Sweater von Agnes Studios. Den habe ich mir im Black Friday Sale in Berlin geholt, im KDW, als ich da vor 3-4 Wochen war. Ja, die Qualität ist halt sehr gut und der ist halt eigentlich relativ schlicht mit diesem Eingestanzen. Das sieht halt auf jeden Fall auch sehr hochwertig aus und edel. Ja, wie gesagt, die Qualität, wie man es von Agne kennt, sehr angenehm, auch ein bisschen dicker, also auch was für die kalten Tage. Und ja, deswegen, gerade wenn er noch im Sale war, dachte ich, den muss ich mir mitnehmen und natürlich zu Weihnachten schenken lassen, ne? Dann kommen wir schon zum letzten Teil, und das ist eine Sweatjacke oder ein Zip-Up-Hoodie, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und zwar von Stone Island. Hier, den habe ich auch. Ne, den habe ich nicht im Black Friday Sale geholt. Den habe ich, keine Ahnung, da war irgendwie Single Day oder so. Und deswegen gab es da auch gute Rabatt drauf. Deswegen, ja, Stone Island, wie gesagt, das gleiche über Agne. Einfach richtig nice Qualität. Dann natürlich hier mit dem Badge an der Seite. Ist auf jeden Fall nice. Die Farbe fand ich auch ganz hübsch. Deshalb habe ich mir auch den geholt. Und ja, eine Sweatjacke habe ich jetzt noch nicht und ist ganz nice so im Winter, gerade in der Schule. Da ist Hoodie, ist halt draußen für draußen gut, und drin könnte man noch im T-Shirt sitzen, denn hat man einfach die Strickjacke, kann man einfach ausziehen und ja, so geht das dann gut ab hier. Ja, die Farbe ist so ein Grau, weiß nicht, ich kann das schlecht beschreiben, also es stand irgendwie als Grau drin. So ein Grau-Gelb schon bald, würde ich behaupten. Ich bin auch jetzt nicht so der Farbenpro, aber gut. Hauptsache sieht gut aus, finde ich. Fittet ein bisschen klein, aber also kurz, aber keine Ahnung, geht schon, würde ich sagen. Sonst hätte ich sie zurückgeschickt. Und ja, das waren doch schon die Teile, die ich zu Weihnachten bekommen habe. Ich hoffe, die haben euch gefallen, genauso wie das Video. Schreibt doch mal rein, was ihr so vom Weihnachtsmann bekommen habt. Und ja, dann, wie gesagt, wünsche ich euch einen guten Rutsch. Bewertet das Video, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Abonniert meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Week. Und zwar ist das dann schon 2017. Guten Rutsch.